Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir unsere Solarpanels vielleicht in dieser Folge fertig bekommen. Stahl haben wir genug, Bauteile haben wir auch genug. Jetzt müssen die Leute nur noch anfangen zu arbeiten. Holder baut gerade Marmor ab und ja, wir stellen die Geschwindigkeit mal ein bisschen... Oh, neuer Rekrut, sehr schön. Das heißt, der Gefangene ist bei 6,4% Chance beim ersten Mal geklappt. Herzlich willkommen, John. Und wir gehen die Betten aus. Das wird langsam immer deutlicher. John ist wunderbar. Der ist zwar schon 75, also ich denke, von dem werden wir, wenn wir Pech haben, nicht lange was haben. Aber solange wir was von ihm haben, ist auf jeden Fall alles gut. John kriegt auf jeden Fall das Messer hier. Es ist zwar nicht das Beste. Der geht jetzt nicht jagen, oder? Doch, der jagt eine Rehe. Nee, das geht nicht. Das müssen wir gleich ausstellen. Also wir werden erstmal hier die anderen Prioritäten einstellen. Bettruhe auf 2, das haben wir hier vergessen. Schalter auf 1. Tierpfleger, nein. Es ist ein guter Jäger, aber leider nur im Nahkampf. Das geht nicht. Kein Jäger, aber sehr wohl Bauarbeiter mit Priorität 1 und Instandhaltung ebenfalls. Bergarbeiter, ja. Schmied auf 3. Trägerreiniger lassen wir so. Wenn nichts anderes zu tun ist. Okay. So, kann ja wohl nicht sein, dass der gute Jagen gehen will. Ah, sehr schön. Aber jetzt passiert hier was. Jetzt haben wir nämlich einen Bauarbeiter, der schnell ist. Jetzt wird hier auch was fertig. Ich fürchte nur, die Stromleitung dazwischen ist noch nicht fertig. Nee. Doch, die ist sogar fertig. Und da kommt eine Besuchergruppe. Ein Lawkeeper der Fraktion Kanto vom Ebene besucht die Kolonie. Er heißt Rot. Rot. Tranker, Trenzer. Scheint ein paar Gegenstände zum Handel dabei zu haben. Ja, herzlich willkommen, sage ich mal. Wir warten noch ein bisschen, bis du näher dran bist. Und dann schauen wir mal, wer momentan... Obwohl, das müsste eigentlich noch Ben sein. Oder Sparkles. Wer ist bei uns... Wer hat den höchsten Sozialskill? Ach, Ben. Ben und Ekel sind beide gleich gut. Ekel erntet gerade eine Eiche, deswegen lassen wir das mal. Obwohl Ben jagt eine Rede, ist gar nicht da. Okay, nehmen wir Ekel. Oh, die Kolonisten versammeln sich, um die Hochzeit von Sparkles und Ben zu feiern. Oh nein, und ich habe keine... Ich habe gar keinen Hochzeitsplatz errichtet. Na, dann wird es hier passieren, nehme ich an. Ja, wunderbar, die erste Hochzeit. Schön, das freut mich ja wirklich. Die Hochzeitszeremonie fängt an. Ja, okay, da sind sie alle da. Der Besucher ist auch hier. Wunderbar. Ben und Sparkles. Vielleicht sollte Ben zu seiner eigenen Hochzeit kommen. Ben? Ben ist immer noch jagen. Ach nee, da sitzt er ja. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja. Die erste Hochzeit. Das heißt, wir brauchen schon das erste Doppelbett. Dazu bräuchten wir aber auch erstmal ein Zimmer. Ach, ist das schön. So, die erste Hochzeit. Komm, wir bauen mal ein Doppelbett hier rein. Dann haben wir auch Platz genug für die anderen. Holz wird ja gerade gefällt. Das heißt, es dauert auch nicht mehr lange, bis wir da endlich Nachschub haben. Aber erst sprechen wir jetzt mal mit dem Besucher. Und handeln mal. Gucken, was wir verkaufen können. Also, wir könnten Bauteile kaufen. Wir haben aber momentan genug. Würde ich daher darauf verzichten. Fleisch könnten wir kaufen. Kräutermedizin können wir kaufen. Eine. Ja, ich nehme die eine aber. Und ansonsten, naja, nicht viel. Ach, dann nehmen wir noch ein Bauteil dazu. Dann hat sich's auch ein bisschen gelohnt. Und wir haben schon Kartoffeln und Reis, wie ich sehe. Sehr schön. Stimmt. Die sind schon in der Kühlkammer. Die aber noch keine Kühlkammer ist. Es ist 6 Grad. Das heißt, die beiden schaffen es nicht, hier runter zu kühlen. Da müssen wir also noch eine dritte bauen. Und dann seht ihr schon, das wird ganz schön teuer. Hitzewelle. Oh, das ist natürlich auch sehr ungünstig.
Das ist nicht gut. Also, wir haben 4 Grad innen, 32 Grad außen. Ja, wir kommen runter. Es dauert nur sehr lange. Flimmert immer so ein bisschen hin und her zwischen 4 und 5, jetzt 6 Grad. Jetzt ist es aber auch 36 Grad außen. Also eine Kühlkammer ist im Berg grundsätzlich immer einfacher. Nur, wo willst du sie hier bauen? In ausreichender Größe. Das wird schwierig. Von daher ist es so eigentlich genau richtig. Und wenn wir da erstmal schönen Boden drin haben, sobald wir wieder ein bisschen Holz haben. Weißt ja, wir haben ja die ganzen Bäume hier schon markiert. Wir werden mal noch mehr markieren. Weil Holz ist doch schon ziemlich wichtig jetzt im Moment. Aber gut, wir haben auf jeden Fall genug Material zum Kochen hier. Die erste Kartoffelernte ist da, die erste Reisernte ist da. Da werden wir jetzt keine Probleme mehr haben, selbst wenn das Fleisch jetzt schlecht wird. Das sieht fast danach aus. Ah, da wird die nächste Klimaanlage fertig. Sehr schön. So, die stellen wir gleich auf minus 9. Okay, passt. Antiker Schrein. Holden hat sich dieser Wand hier genähert. Ich weiß nicht, wo er da oben ist, ja? Holder. Und hat festgestellt, dass das ein antiker Schrein ist. Ich habe es ja schon befürchtet. Ich meine, das ist prinzipiell ja auch nicht schlimm. Hier liegt übrigens noch jede Menge Stahl. Der kann mal reingeholt werden. Ja, das heißt, hier können wir irgendwann mal nachsehen. Allerdings werde ich nicht den Fehler machen, wie am Anfang, dass ich da wieder so früh reinschaue. Lieber ganz in Ruhe. So, wir haben 13 Grad hier drin. Wir kriegen es nicht kalt. Sie laufen alle. Sind auch schon verbunden hiermit, das heißt, tagsüber kein Problem. Tja, wir kriegen es nicht kalt. 45 Grad außen, 13 innen. Ich meine, ist natürlich eine angenehme Temperatur, aber nicht kalt genug. Wir brauchen Minusgrade. Und das schnell. Jetzt geht natürlich die ganze Energie da oben verloren. Durch die Sonnenkollektoren. Weil wir auch noch keine Batterien haben, die das ganze System hier stützen. Das ist dann übrigens auch das nächste, was wir bauen müssen. Und auch bauen. So, da gehen unsere Bauteile dann natürlich wieder für drauf. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ...16 Bauteile schon weg. Zumindest verplant. Geht also schnell. Das geht ganz schnell. Die Lampen sind alle ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Wir könnten natürlich auch Fackeln reinstellen. Ach ja, hier, das Bett ist frei. So, Ben und Sparkles. Die könnten ja jetzt hier schlafen. Ben und Sparkles, die sind verheiratet. Dann werden hier zwei Betten frei. Und dann kann der Worthy nämlich auch hier schlafen. Wollen wir gleich mal zuweisen. Und dann kann das hier mal abgerissen werden, so. Dann hat jeder einen Schlafplatz. Das fiese Eichhörnchen hier hat sich bei den Kartoffeln bedient. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Aber ist in Ordnung. So, wie ist die Temperatur? 0 Grad. Das ist schon mal gut. Gekühlt. Verdirbt in einer Saison 14 Tagen. Und wenn wir hier tiefgekühlt erreichen, dann verdirbt es gar nicht mehr. Aber die Haltbarkeit ist auf jeden Fall schon mal wesentlich höher jetzt. Also 5 Grad reicht für gekühlt. Das ist in Ordnung. Trotzdem. 43 Grad haben wir es draußen.
einfachen Mahlzeiten hier, die verderben auch. Wenn sie nur gekühlt sind. Das heißt, wir brauchen im Moment gar nicht mal so viel kochen. Ich würde mal sagen, wir produzieren nur noch bis wir... Wie viel haben wir momentan? Das muss ich nochmal spicken. 33. Dann würde ich sagen, bis wir 30 haben. Na, machen wir. Machen wir 30. Dann kann der gute Kollege in der Zwischenzeit auch mal was anderes machen. So, hier ist immerhin mal ganz viel Holz übrig geblieben jetzt. Und die Batterien werden aufgeladen. Schöne Sache. Und ich bin ja wirklich am Grübeln, ob wir hier noch eine weitere Klimaanlage reinstellen müssen. 41 Grad. Innen 8 Grad. Eine Vorratskapsel ist vom Himmel gefallen. Was haben wir da denn? Schokolade! Uiuiui. Nicht schlecht, das holt mal rein. Schokolade als Stimmungsaufheller, sehr schön. Mir wird's gefallen. Ja, wie kriegen wir es kalt hier? Mehr Klimaanlagen. Jetzt haben wir nicht genug Strom für die Klimaanlagen. Eieiei, wenn wir da jetzt schon Sorgen haben. Ich denke mal, wir bauen noch einen Generator. Oh, wir haben gar nicht genug Stahl. Das heißt, wir müssen auch Stahl abbauen. Jetzt fangen die ersten Probleme an. Holen wir uns mal den Stahl dort. Und den natürlich auch. Was haben wir denn da? Uran, okay. Uran holen wir uns später. Brauchen wir jetzt nicht. Hauptsache, es kommt wieder Stahl rein. Und der scheint auch direkt verwendet zu werden. Ja genau, in den Batterien. Da fehlt er nämlich noch. So, jetzt ist außen 16 Grad. Jetzt haben wir es innen minus 9 Grad. Also wenn draußen nicht die Hölle losbricht vom Sommerwetter her, dann kriegen wir es innen auch auf minus 9. Und jetzt verdirbt das auch nicht mehr. Jetzt ist es nämlich tiefgekühlt. Wunderbar. So, die Kräutermedizin ist ebenfalls tiefgekühlt. Wir erreichen auch in der Speisekammer Minusgrade. Und da werden wir jetzt hier mal sagen, dass die Nahrung hier rauskommt. Also die Mahlzeit, das rohe Essen bleibt natürlich. Und dann werden die auch langsam hier hin und her geschleppt. Wunderbar. Tja, und unser Hundilein bedient sich auch an diesen Mahlzeiten. Das ist sehr gut, weil wir haben ja momentan kein Trockenfutter. Was nicht schlimm ist. So, wir haben Batterien, wir haben Solaranlagen. Wir bauen noch zwei Windräder auf oder ein Windrad erstmal. Strom. Eine Windturbine. Bauen wir hier hin. Na, ich baue direkt zwei. Okay. Gut, die Steine hier, die räumen wir raus. Marmor und Granit, schön. Wir können dann auch bald anfangen, mal so ein bisschen Wände herzustellen, also sprich Steinbrocken. Oh, ein psychisches Brummen. Ein starker Schmerz hämmert im Kopf deiner weiblichen Kolonisten. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Ja, das ist schade.
Ändern können wir es aber nicht. Da wird die erste Windturbine fertig. Tada! Und was bringt sie? Oh, die bringt gut Strom. 2000 Watt momentan, weil guter Wind geht. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Dieser Baum ist im Weg, den müssen wir komplett entfernen. Und den auch. Weil, blockiert durch Pappe, in diesem Einzugsbereich darf nichts stehen. Außer Windanlagen, die sind in Ordnung. Solaranlagen, die sind in Ordnung, weil die flach sind. Aber alles, was halt hochwächst, muss raus. Ja, sind auch schon weg. Sehr schön. Wir haben auch wieder richtig viel Holz jetzt hier. 3200. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen hübsch machen hier. Und zwar ist natürlich auch wieder dabei die Mod mit dem schöneren Holz. Das heißt, wir werden jetzt... was nehmen wir denn mal hier? Nehmen wir mal dieses Holz hierfür. Okay, und da vorne muss natürlich noch eine Tür rein. Und so langsam könnten wir eigentlich mal über Automatiktüren nachdenken und vor allem auch die Lampen wieder einschalten. Weil Automatiktüren schneller aufgehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir Automatiktüren hier, hier und hier brauchen. Die restlichen können wir immer noch ändern. Fangen wir hier mal an, indem wir die abreißen. Halt, stopp! War zu spät. Wir können doch gar keine Automatiktüren bauen, sehe ich gerade. Ja, da mal schnell wieder hin und das hier abbrechen. Dann baut die Tür mal schnell wieder ein. Wir haben nämlich noch gar keine Automatiktüren erforscht. Also heißt das, es wird Zeit für einen Forschungstisch. Genau. Wie warm ist es hier eigentlich drin? 32 Grad, das ist ja brüllend heiß. Schaut mal, Ben und Sparkles. Und die schämen sich gar nicht, dass die anderen hier noch mitliegen. Finde ich gut. Okay, so, wir bauen... wir bauen gar nichts. Wir werden überfallen. Stammesmitglieder von der Fraktion Kanka vom Wüste sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Zwei? Sind es nur zwei? Ja, es sind nur zwei. Sehr schön. Eine Pila, das ist eine Fernkampfwaffe und noch eine Pila. Wir könnten sie angreifen. Wir haben hier schöne Deckung. Allerdings nur zwei Fernkämpfer. Ich würde mal sagen, wir nehmen auf jeden Fall Ben und Zoe mit. Und da Holder und John auch noch so gut im Nahkampf sind, nehmen wir die beiden auch mit. Vier Leute gegen zwei. Klingt ein bisschen unfair, machen wir trotzdem so. Und wir stellen die mal hier hin. Erstmal. Weil... wir stellen sie doch woanders hin, weil die bewegen sich noch. Gucken wir erstmal, wo die sich hinbewegen. Da, okay. Da haben wir doch nicht so gute Deckung. Nicht so gut, wie ich dachte eigentlich. Wir haben hier ein paar Steine. Wir könnten uns von hier unten anschleichen, durch den Wald. Ah, jetzt ist natürlich das... Ah, ich dachte schon, die greifen sich jetzt an, weil der Hund gebellt hat. Passiert aber nicht. Doch, passiert schon. Hält Wache. So, Zoe stellt sich hier hin. Holder geht hier hin. Ben stellt sich da hin. Und John hier. Stell dich da hin. So, wir nutzen hier die Deckung der Bäume. Wow, wow. Ben ist bewusstlos. Ben ist bewusstlos. Wir dürfen Ben auf keinen Fall verlieren. Das heißt, Zoe rettet Ben.
Das müssten unsere Leute jetzt so hinkriegen. Das müssen wir so hinkriegen. Hoffentlich. Hoffentlich. Nein! Dabei kann die nichts. Die ist gut im Nahkampf. Die hat aber eine Fernkampfwaffe. Aber wir haben sie noch nicht wirklich verletzt. Oh. Und unsere anderen Leute haben keine Waffen. Zoe muss Ben liegen lassen erst. Eagle muss Ben retten kommen. Nein, Worthy muss Ben retten kommen. Zoe muss zurück. So, sorry, da bin ich wieder. Leider gab es einen Unterbrecher bei der Aufnahme. Mir ist die Festplatte vollgelaufen. Anfängerfehler, kann aber passieren. Da waren noch alte Aufnahmen drauf. Und dementsprechend ist der Platz jetzt voll. Also, wir sind hier momentan nach dem Kampf. Ben, Hulda und John liegen alle momentan bewusstlos. John ist schon wieder aufgestanden im Bett. Die sind hier behandelt worden. Wir haben die beiden Eindringlinge noch getötet. Allerdings, großes Problem, Ben hat eine schwere Verletzung bekommen. Und zwar ist das rechte Bein abgeschnitten worden. Der kann sich nicht mehr bewegen. Dementsprechend kann ich den auch nicht verfrachten hier in das andere Bett. Und jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir dem ein neues Holzbein anschrauben. Und das werden wir mal direkt auch machen. Schauen wir erstmal, welches Bein betroffen ist. Irgendwann. So. Und zwar ist es das rechte Bein. Wir werden ein Holzbein implantieren. Rechts. Und dann müssten wir eigentlich mal schauen, dass wir relativ schnell für Ben vielleicht ein bionisches Bein bekommen. Weil das ist natürlich momentan kein Zustand. So, der Hund ist auch verletzt. Den müssen wir also auch noch wieder auf den Damm kriegen. Aber alles in allem sind wir relativ glimpflich aus der Sache rausgekommen. Hätte natürlich besser laufen können. Hätte aber auch wesentlich schlechter ausgehen können. Sah ja gar nicht so gut aus erst. Ich weiß nicht genau, wo die Aufnahme gestoppt hat. Tut mir auch sehr leid, aber ja, das kann halt passieren. So, müssen wir die Bäume hier jetzt noch selber fällen, weil irgendwie passiert da nichts. Ich glaube schon. Also, Pflanzen entfernen. Zack. Weg damit. Und dann wird's hoffentlich auch was. Okay, sieht aber gut aus. Das läuft. Und wie ist die Operation? Noch gar nicht. Hase wurde zahm. Okay, wir haben einen Hasen gezähmt. Die Operation ist noch nicht angelaufen, dann würde ich sagen. Würde ich sagen, machen wir die Operation jetzt direkt. Und hoffen, dass das gut geht. Da wird jetzt erstmal Medizin geholt und zwar ordentlich. Und ein bisschen Holz natürlich. Und schon geht's los. Schon geht's los. Rechtes Bein, Holzbein. Okay, bewegen schlecht. Effizienz 60%. Und eine Prügelei. Oh mein Gott, hier geht's ja ab. Zoe hat eine Prügelei mit Ekel angefangen. Der Grund wurde beleidigt. Das psychische Brummen hat aufgehört. Und, ja, wunderbar. Hervorragend. Zoe, du rettest jetzt Ekel. Und dann haben wir ja bald die ganze Kolonie im Bett liegen. Und mal sagen, das ist ziemlich übel gelaufen momentan. Aber Ben wird wieder auf die Beine kommen, das ist das Wichtigste. Wenn es auch nicht mehr ganz die eigenen Beine sind. So, Worthy bitte einmal behandeln. Wird bereits getan. Du legst dich ins Bett, bist geheilt. Und dann soll es wohl hoffentlich was werden. So, jetzt geht uns die Medizin aus. Jetzt haben wir ein Problem. Keine Medizin mehr. Eine Kräutermedizin haben wir noch. Ansonsten nichts mehr. Das dürfte spannend werden. Die kriegt Zoe jetzt scheinbar. Ich hoffe, dass da
vernünftig priorisiert wurde. Können wir nur hoffen. Können wir nur hoffen. Schauen wir mal nach, was jetzt noch los ist. Also das sind Prellungen, das ist alles in Ordnung. Und Zoe ebenfalls Prellung. Also die kommt wieder in Ordnung, da ist nichts passiert. Ist einfach nur schmerzhaft. Tja, und eine Wahl haben wir eigentlich auch nicht, weil jetzt eben die Medizin aufgebraucht ist. So, hier unten liegt noch ein Gewehr. Das ist das von Ben, das müssen wir wieder einsammeln. Ebenso die Medizin und wir nehmen natürlich auch den ganzen anderen Kram hier mit. Hier ist noch Pemmikan, super, das können wir essen. Und diese beiden hier, die lasse ich einfach liegen. Wüsste nicht, warum ich da jetzt Wert drauf legen sollte, die zu begraben. Haben genug Unheil gestiftet. Da noch das Messerchen aufheben, dann haben wir aber alles. Ausziehen brauche ich die auch nicht, die tragen nur Stammesleder. Also weg damit. Organe können wir da auch nicht mehr rausholen. So, da kommen die ganzen Leute. So, hier und Ekel noch ein bisschen blutig. Aber holen auf jeden Fall das ganze Zeug rein, das ist gut. Ja, und dann sind wir für heute auch am Ende angekommen. Hier ist ja einiges passiert jetzt. Nochmal sorry, dass die Aufnahme unterwegs kaputt gegangen ist. Oder besser gesagt abgebrochen war, weil Festplatte voll. Das tut mir immer leid. Ich meine, ist jetzt eigentlich auch das erste Mal passiert. Aber ist natürlich nicht schön. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.